Willkommen zum zweiten Teil, wo wir uns mit der sogenannten geometrischen Algebra und einem der drei großen Probleme der griechischen Antike beschäftigen werden, von denen man heute weiß, dass sie unlösbar sind, nämlich der Dreiteilung eines Winkels. Unlösbar meint dabei immer, wenn man sich, wie Platon gefordert hat, auf die Grundwerkzeuge einigt, die Euklid in seinen Postulaten festgelegt hat, und das sind Zirkel und das nicht markierte Lineal, und man darf höchstens endlich viele Schritte benötigen. Zumindest einen Mathematiker der alexandrinischen Periode hat das aber nicht so viel geschert, nämlich Archimedes, der so ein bisschen als der Rockstar unter den antiken griechischen MathematikerInnen gelten kann. Bevor wir zu unserem Rockstar Archimedes kommen, schauen wir aber nochmal in den Euklid herein und klären die Frage, in welchem Sinne denn irgendwie hier Algebra enthalten ist oder eben auch nicht enthalten ist. Apollonius kommt dann erst im dritten Teil, und bevor wir noch einmal auf Euklid zurückkommen, vielleicht auch so ein paar Worte zur alexandrinischen Periode. Ich zitiere hier mal Russin. Nach der Ermordung seines Vaters im Jahr 336 übernahm Alexander III. Oder auch der Große die Regierungsgewalt. Auf seinen Eroberungszügen brachte er ein riesiges Territorium unter seine Kontrolle. Es umfasste das makedonische Stammland, Griechenland, Teile des Balkans bis zur Donau, Kleinasien, Ägypten, Mesopotamien, große Teile Mittelasiens, Teile des westlichen Indien. Doch war dieses riesige Reich politisch und ökonomisch instabil. Nach dem unerwarteten Tod durch fieberhafte Erkrankung im Jahr 323 zerfiel es in Nachfolgestaaten. Es gibt viele Legenden um Alexander, zum Beispiel die Erzählung vom gordischen Knoten. An günstiger Stelle westlich vom Nildelta wurde 332, 331 Alexandria als eine der zahlreichen Alexanderstädte gegründet. Das ägyptische Alexandria wurde zur glanzvollen Hauptstadt des ägyptischen Ptolemäerreiches, einem der Nachfolgestaaten von Alexanders Weltreich. Alexandria wurde planmäßig mit rechtwinklig sich kreuzenden Straßen angelegt. Zu Beginn unserer Zeitrechnung dürften dort laut Schätzungen etwa 1 Million Menschen gewohnt haben. Alexandria war nach Rom die zweitgrößte Stadt des römischen Weltreichs. Alexandria wurde das wissenschaftlich-kulturelle Zentrum der hellenistischen Welt. In Athen gab es ja die Platonische Akademie und dieses aristotelische Lyzeum, später die Schule der Stoa und den Garten Epikur, aber Alexandria hatte das Museion, den so Sitz der Musen. Von den Ptolemäern als wahrscheinlich erstes staatlich gegründetes Forschungs- und Lehrinstitut ins Leben gerufen, besaß es Hörsäle, Arbeits- und Speiseräume, eine Sternwarte, botanische und zoologische Gärten und eine systematisch zusammengetragene, ganz außerordentliche Bibliothek von ca. 400.000 Papyrusrollen. Kopisten waren angestellt, um Kunst und Wissen der Zeit zu bewahren. Auch Teile der Bibliothek von Aristoteles wurden vom Museion übernommen. Unglücklicherweise wurde die Bibliothek in den kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Römern um 47 vor unserer Zeitrechnung vernichtet, ein unersetzlicher Verlust für die Kulturgeschichte der Menschheit. Aber nun in medias res. Was ist geometrische Algebra, falls es so etwas überhaupt gibt? Wir beginnen hier mit Proposition 44 aus Buch 1 der Elemente. Unser Problem lautet: an eine gegebene Strecke, an einem gegebenen Dreieck gleiches Parallelogramm in einem gegebenen Winkel anzulegen. Klingt jetzt erstmal nicht wie Algebra, sondern wie Geometrie. Bei Burns 1847 sieht die Lösung dann so aus. Das sieht immer noch eher aus wie Geometrie. Wir schauen uns das jetzt aber mal ganz langsam Schritt für Schritt an, wie da die Konstruktion abrennt. Das habe ich die letzten beiden Jahre live immer so etwas verhauen, deswegen gibt es das jetzt ganz frisch und schick animiert. Eine kleine Vereinfachung erlaube ich mir aber. Ich gebe mal einen Winkel von 90 Grad vor, dann wird aus unserem Parallelogramm bekanntlich ein Rechteck, und das ist dann einfach etwas eingängiger, wenn man sich das so anschaut. Wir beginnen mal mit der Strecke und malen uns dann unser Dreieck dazu. Jetzt soll das so sein, dass wir die Dreiecksfläche irgendwie so anlegen, dass wir ein Rechteck haben, das diese Strecke als eine Seitenlänge.
Schauen wir mal, wie das funktioniert. Der Bequemlichkeit halber wandeln wir erstmal das Dreieck oben in ein flächengleiches Rechteck herum. Da haben wir ja schon kennengelernt, wie das geht. Wir nehmen die halbe Höhe und wenn wir jetzt oben diese zwei Dreiecke uns anschauen, die passen natürlich hier unten wieder genau spiegelverkehrt herein. Also hat dieses Rechteck, was ich jetzt mal gelb eingefärbt habe, um das mit Burns parallel zu haben, hat dieselbe Fläche wie vorher das Dreieck hatte. So, jetzt nehme ich mir mal die eine Seite von diesem Rechteck her und verschiebe die parallel ans Ende der Strecke und ich nehme die Strecke selbst her und verschiebe die parallel, so dass die genau auf die andere gegenüberliegende Seite von dem Rechteck zu liegen kommt. Jetzt werde ich in das Ganze hereinzeichnen die Diagonale und ich werde die Diagonale und die gegenüberliegende Seite so verlängern, bis die sich treffen. An diesem Treffpunkt zeichne ich jetzt wieder eine neue Parallele und ergänze das Ganze zu diesem großen Rechteck. So, jetzt habe ich das große Rechteck, das durch die Diagonale in zwei Dreiecke geteilt ist. Jetzt schaue ich mal scharf hin. Ich habe hier unten dieses blaue Rechteck und behaupte jetzt, dieses blaue Rechteck, das löst unsere Problemstellung. Weil, wenn ich mal oben schaue, das hier, dieses gelbe Dreieck, das große, das besteht aus den zwei kleinen gelben Dreiecken plus unserem gelben Rechteck. Und wenn ich jetzt die Dreiecke einfach nach unten herüberspiegle, dann besteht auch das blaue Rechteck aus genau denselben zwei Dreiecken plus dem blauen Rechteck. Also habe ich gezeigt, unten das Dreieck, das blaue Dreieck, hat natürlich dieselbe Fläche wie das gelbe Dreieck. Und weil die blauen kleinen Dreiecke auch dieselbe Fläche haben wie die gelben kleinen Dreiecke, bleibt dann dem gelben Rechteck nichts anderes übrig, als dieselbe Fläche zu haben wie das blaue Rechteck. Die sind, wie man so schön sagt, ergänzungsgleich. Und damit haben wir geklärt, dass tatsächlich dieses blaue Rechteck die Lösung unseres Problems ist. Das ist flächengleich zu dem gelben Rechteck und das gelbe Rechteck war flächengleich zu unserem roten Dreieck. Was hat die ganze Chose nun mit Algebra zu tun? Zunächst einmal, das Beispiel gehört zu so einer Klasse von Problemen, die man Flächenanlegungen nennt. Hier ist an das Dreieck, das im Bild eben schon in dieses gelbe Rechteck umgeformt wurde, eine weitere Rechtecksfläche mit einer vorgegebenen Seite so anzulegen, dass eben der Flächeninhalt übereinstimmt oder einander gleichkommt. Und dieses Gleichkommen heißt griechisch Parabalein und davon stammt unser Wort Parabel. Die Flächenanlegung heißt auch parabolisch. Warum das so ist, sehen wir im dritten Teil nachher noch, was das mit der Parabel zu tun hat. Kommen wir mal zurück zur Frage, inwiefern man hier Algebra sehen kann. Wenn die gelbe Fläche, also der Flächeninhalt von dem Rechteck, der früher der Flächeninhalt von unserem Dreieck, dem roten, war, die Seitenlänge ist, die wir da einhalten wollen, und x ist die gesuchte Seitenlänge, dann löst diese Konstruktion im Prinzip die lineare Gleichung a mal x ist gleich b. Im gesamten zweiten Buch der Elemente des Euklid finden sich ähnliche Fragestellungen mit Flächenanlegungen. Zum Beispiel diese Proposition. Wird eine Strecke in zwei Teile geteilt, dann ist das Quadrat über der ganzen Strecke gleich den Quadraten über den Teilen und dem doppelten Rechteck, das die Teile ergeben, zusammen. Tja, was ist das jetzt? Das ist das, was wir heute den Schulkindern als erste binomische Formel beibringen. Und die Beweisfigur, die Sie hier erkennen, ist auch genau die, die sich heute noch in ganz vielen Schulbüchern findet. Die haben also alle im Prinzip vom Euklid oder vom Burns abgeschrieben. Welch ein Segen, die moderne symbolische Algebra ist, erkennt man dann an der fünften Proposition, die sich ursprünglich nicht ganz unsperrig liest. Ich zitiere, ist eine Strecke an einem Punkt in zwei gleiche Teile geteilt und in einem anderen Punkt in zwei ungleiche Teile, dann sind das Rechteck, das die ungleichen Teile ergeben, und das Quadrat über der Strecke zwischen den teilenden Punkten zusammen gleich dem Quadrat über der halben Strecke. Ich erspare uns da jetzt mal den hübsch bunt angemalten Beweis von Herrn Byrne und führe einfach Bezeichnungen für Punkte ein. Oder eigentlich hat das der Mathematikhistoriker und Didaktiker Niels Jahnke getan, der den Beweis wie folgt erklärt. Das Rechteck AD mal BD, das ist im Bild das schwarze Rechteck, plus das gelbe Rechteck direkt daneben, das Rechteck, was daraus entsteht. Also dieses AD mal BD
plus das Quadrat von CD, das ist im Bild rot, ist dasselbe wie das Quadrat CB, das ist das große Quadrat außen herum, was eben aus dem roten Quadrat, dem blauen Quadrat und den beiden gelben Rechtecken besteht. Der Haken, der aus den beiden gelben Rechtecken und dem blauen Quadrat besteht, hat bei den Griechen einen eigenen Namen, der heißt Gnomon. Die Figur hatten wir vorhin schon zweimal. Wir zeigen jetzt, dass dieser Haken genauso groß ist wie das schwarze Rechteck plus eines von den gelben. Denn dann ergänzt das rote CD-Quadrat wirklich einerseits diesen Haken und andererseits auch unser Rechteck AD, also schwarz plus gelb, jeweils zu dem Gesamtquadrat CB. Da gibt es jetzt mal nicht hübsch bunt animiert etwas, sondern ganz schwarz-weiß und mit Punktnamen einfach an der virtuellen Tafel zeigen wir jetzt mal, dass das stimmt. Jetzt mal hingehen und werde sämtliche Figuren immer mit all ihren Eckpunkten bezeichnen, dann geht das etwas leichter. So, das erste, was ich mir mal anschaue, Aussagen möchte ich ja treffen über diese Gesamtfigur hier. Ich schaue jetzt erstmal, welche Flächen sind eigentlich alle möglichen Flächen, die gleich sind. Da wäre zum Beispiel mal das Rechteck AKLC, AKLC. Das muss genauso groß sein wie dieses Rechteck hier hinten. Also das muss so groß sein wie das Rechteck CLMB. CLMB, weil wir gesagt hatten, dass die Strecke einmal im gleichen Verhältnis geteilt ist, also einmal genau in der Hälfte. C ist der Mittelpunkt von A und B und dann noch ein anderes Mal in einem ungleichen Verhältnis. Aber darüber reden wir jetzt erstmal nicht. So, dann wissen wir außerdem noch, dass das auch beides dasselbe ist wie, warten Sie mal, das kann ich eigentlich auch noch direkt hier oben hinschreiben. Ah, nee, ich schreibe es hier unten drunter, weil jetzt kann ich schreiben, C ist Mittelpunkt von A, B. Und hier schreibe ich jetzt auch wieder die Erklärung hin. Das ist natürlich auch dasselbe, wie wenn ich hier runter das Rechteck nehme. Das wäre das Rechteck, so aufpassen, dass wir gegen Uhrzeigersinn bleiben, DGFB. DGFB. Und zwar, weil das hier ja ein Quadrat sein soll. Also weil CE FB Quadrat. Okay. Jetzt schauen wir nochmal weiter. Wir schauen uns das CLMB, also dieses Rechteck hier, das schauen wir uns nochmal genauer an. Das Rechteck CLMB, das ist genauso groß wie das, ja, vorher war es gelbe Rechteck, CLHD, also Rechteck CLHD, plus dieses blaue war das vorhin Quadrat, das Quadrat DHMB. So. Und jetzt sollte ich eine Aussage treffen über das, was hier so dunkel ist, plus das, was früher gelb war. Also ich will eine Aussage eigentlich treffen über das AKAD. Da will ich ja zeigen, dass das genauso groß ist wie hier dieser Haken, der hier außen rum geht. So, jetzt geht's los. Also das AKHD kann ich wohl schreiben als AKLC. Das ist das Dunkle. Hat das hier vielleicht auch mal dunkel? AKLC. Macht das hier auch schon mal so dunkel, dann sieht man das gleich besser. Plus, naja, CLHD. CLHD. So, das ist ja interessant. Aber jetzt habe ich ja hier oben stehen, AKLC ist dasselbe wie CLMB. Okay, dann kann ich das ja jetzt ersetzen. Also schreibe ich hier hin, CLMB. Und da müsste ich eigentlich hier so ein Teil dunkel machen, aber das lasse ich jetzt mal. CLMB plus CLHD. So, also da habe ich einfach nur gesagt, ich will halt nicht dieses hier nehmen, sondern ich ersetze das durch
durch dieses hier hinten, was in der ersten Gleichung steht. Ich schreibe hier vielleicht mal 1 dran und hier 2. Und dann sage ich, das gilt wegen 1. So, jetzt muss das CLMB, da habe ich hier, das ist meine Gleichung 3. Jetzt verwende ich die Gleichung 3. Ich schreibe hier jetzt hin, das ist also CLAD plus Quadrat DHMB plus nochmal das CLHD. CLHD. Ja, da sollte noch so ein Rechteck vor. Ich male das ausnahmsweise dahinter. Das gilt wegen 3. Ja, und jetzt bin ich eigentlich schon fertig, weil wenn Sie mal scharf hinschauen, CLHD, das ist ja hier dieses gelbe Rechteck und das kommt hier unten genau nochmal vor, weil wir könnten jetzt auch noch wieder sagen, CLMB ist gleich DGFB. Jetzt könnte ich auch wieder sagen, ja, das DGFB, das besteht ja aus dem unteren und dem Quadrat und damit ist das hier unten gleich CLHD plus DHMB plus, und jetzt nehme ich hier unten das Rechteck, das ist HGFM. HGFM. Das HGFM plus dieses DHMB, das ist ja wieder, weil das Ganze im Quadrat ist, genauso groß wie das CLHD plus DBMH oder ich das gerade genannt habe, DHMB, so rum habe ich es benannt. So, und das ist genau der Gnomon. Das ist genau dieser Haken hier einmal außen herum. Und damit habe ich eben gezeigt, dieses Rechteck hier außen herum ist genauso groß wie dieser Haken. Und das wollte ich zeigen, weil dann ist klar, dass beide um das ergänzt hier unten das Quadrat ergeben. Fertig. Hieronymus Georg Zeuthen hat im 19. Jahrhundert dieses Bild etwas anders gelesen. Hieronymus Georg Zeuthen hat im 19. Jahrhundert dieses Bild so gelesen. Nehme ich das Rechteck über die ganze Streckenlänge her, die ich mal A nenne, also das Rechteck AKMB, also schwarz plus einmal gelb plus blau, und ziehe davon das blaue Quadrat wieder ab, das ich mal x Quadrat nenne, dann bleibt in Summe gerade das rote Quadrat, dessen Seitenlänge ich mal b nenne, übrig, weil von dem schwarzen das blaue weg ergibt ja gerade nochmal das kleine gelbe Rechteck. Macht also die Gleichung a mal x minus x Quadrat ist gleich b. Also wird ja eine quadratische Gleichung gelöst. In dem ganzen Buch geht es um so Probleme, also nenne ich das Buch ab jetzt geometrische Algebra. In den 1980er Jahren haben dann Unguhu und Roh problematisiert, ob man hier wirklich von Algebra und quadratischen Gleichungen reden sollte und ob nicht diese Lösungen eigentlich spezielle geometrische Fragen klären. Unguhu und Roh verlangen so grob vereinfacht gesagt von einer Algebra immer auch, dass mit unbekannten oder unbestimmten Größen in Gleichungen nach bestimmten Regeln operiert wird. Wenn man das so eng definiert, dann gibt es bei den Babyloniern und den antiken Griechen diesseits von Diophant jedenfalls keine Algebra, allenfalls die ägyptische Haurechnung würde eventuell dieses Kriterium noch erfüllen. Also wechseln wir lieber zur Geometrie und zurück zu unserem Rockstar Archimedes. Das hatte ich schon gesagt, mit ihm ist gewissermaßen der Höhepunkt der antiken Mathematik erreicht. Das meinen aber nicht nur Wussing und Alten, das kann man öfter finden in anderen Büchern auch. Es finden sich Arbeiten auf allen Gebieten der Mathematik, auch in so Randgebieten Astronomie, Hydrostatik, sehr viel Mechanik und Technik. Er gilt als tiefgründig origineller Denker in der Mathematik und gilt eben auch als Begründer der mathematischen Physik, insbesondere Mechanik und sowas. Der ist nicht so dogmatisch wie Plato, was die Mathematik angeht, sondern hat einen eher pragmatischen Ansatz, was Hilfsmittel angeht. Das werden wir gleich auch sehen. Wir schauen uns zum Beispiel mal eine Winkeldreiteilung an, wo wir ja schon wissen, dass die mit Zirkel und Lineal im Sinne von Euklid nicht funktioniert. Aber wenn man so ein bisschen rumtrickst und auf dem Lineal was anmalt und so, dann kann man das doch hinkriegen.
Dann wäre auch eine interessante Sache, ist die Bestimmung der Kreisfläche. Blau ist hier immer gedruckt, was wir uns tatsächlich anschauen. Weil die Zurückführung vom Kugelvolumen auf das Zylindervolumen, da bin ich dann gestern irgendwie so lange dran gehangen, an einem Schritt. Und da braucht man was mit Drehmomenten und so. Ja, das ist mir zu physikalisch für Freitagmorgen. Also das lassen wir jetzt mal weg. Und gucken uns dann lieber noch mal die Quadratur eines Parabelsegments an, weil das ja sozusagen so eine ganz frühe Vorform von Analysis ist. Die Analysis hat ja begonnen, historisch eher nicht mit der Ableitung und dem Tangentenproblem, sondern mit dem Inhaltsproblem und damit mit dem Integral. Also die Fragestellung nach der Fläche unter einem Graphen sind viel älter als die Fragen nach Tangenten. So, und da kommt auch sowas wie ein Grenzwert vor, wobei die ja, wie gesagt, das aktuelle Unendliche eher gemieden haben. Und dann gibt es dieses Prinzip der doppelten Reductio ad absurdum. Da führt man so einen doppelten Widerspruchsbeweis. Das läuft immer so. Man sagt so, ich nehme mal an, das ist kleiner als irgendwas und zeigt dann, das ist Quatsch. Und dann sage ich, ich nehme mal an, das ist größer als dasselbe Ding und zeige, das kann auch nicht sein. Dann habe ich ausgeschlossen, dass es größer ist, und ich habe ausgeschlossen, dass es kleiner ist. Und dann bleibt nur noch übrig, dass es gleich sein muss. Und das nennt man doppelte Reductio ad absurdum. Und das wird da öfter verwendet, sowohl bei der Bestimmung der Kreisfläche als auch bei der Quadratur von dem Parabelsegment. Gut, also wie funktioniert die Winkeldreiteilung? Die funktioniert mit dem sogenannten rutschenden markierten Lineal. Hier ist das mal aufgezeichnet. Ich gehe aber jetzt gleich in das Dynamische, da sieht man das irgendwie besser. So, jetzt muss ich das, glaube ich, auch mal da wegbewegen. Ja, das ist noch gut. Also, was hab ich da gemacht? Vorgegeben sei der Winkel Alpha, wir können den auch mal ändern, damit Sie nicht sagen, hier, das ist alles gefaked. Nehmen wir mal was gut durch 3 teilbar ist, 66 Grad. So, jetzt habe ich da den Winkel. Jetzt sagt dann der Archimedes, zeichne mal einen Kreis. Und die Länge, die du da abgemessen hast, hier unten auf dem einen Schenkel, die übertrag mal auf ein Lineal. Jetzt verlängere diesen Durchmesser. Und jetzt musst du das Lineal einerseits festlegen auf der Linie hier und andererseits musst du das festlegen auf diesem Schnittpunkt des zweiten Schenkels mit dem Kreis. Und jetzt darfst du das schieben. So, jetzt kann ich das hier so hin und her schieben und muss das immer an 2 Punkten festhalten. So, und da ist jetzt auch das Problem, ne, das wäre noch okay, ne, ein Lineal durch 2 Punkte legen, das wäre eine erlaubte Konstruktion. Aber jetzt sagt er, verschiebt das so lange, bis das hier drauf landet. So. Und dann ist der Winkel 3 geteilt. Ne, sieht man jetzt schön, also Sie können es vielleicht nicht gut lesen, weil es etwas klein geschrieben ist, 22 Grad und 66 Grad, das sieht gut aus. So, das ist eigentlich nicht erlaubt, weil das ist ja jetzt das Lineal. Erstmal darf man auf dem Lineal nicht irgendwas draufmalen und so. Also so hat er sich das nicht gedacht, der Euklid. Ne, der Platon wird sich im Grab umdrehen. Das geht eigentlich nicht. Und zweitens peilen Sie da über 3 Punkte. Das ist eigentlich auch nicht in Ordnung. Ne? Darf man immer nur mit 2 Punkten machen mit dem Lineal. Also ist das keine Zirkellinealkonstruktion. Es bleibt die Erkenntnis richtig, alleine mit dem unmarkierten Lineal und mit dem Zirkel, der wirklich nur zum Abtragen von Längen benutzt werden kann, kann man den Winkel nicht dreiteilen. Aber so geht's. Um nun zu zeigen, dass in dieser Endposition der Winkel auch tatsächlich genau ein Drittel ist, wechseln wir wieder kurz an die virtuelle Tafel. So, ich führe als erstes mal 2 zusätzliche Winkelvariablen ein. Ich nenne mal diesen Winkel x. Und weil das y und das Gamma bei mir so ähnlich aussehen, nenne ich diesen Winkel hier mal z. Und jetzt schreibe ich mir mal alle möglichen Gleichungen auf, die ich vielleicht brauchen kann. Als erste Gleichung nehme ich mal das x her. In diesem Dreieck hier gilt die Winkelsumme 180 Grad, also x plus 2 mal Beta ist gleich 180 Grad, gilt wegen dem Dreieck da. So, dann zweite Gleichung, die ich mir hernehme, irgendwas für das z. Ja, für das z könnte ich ja zum Beispiel mal sagen, Beta plus z plus Alpha ist wegen dem gestreckten Winkel 180 Grad. Also z plus Beta plus Alpha ist gleich 180
Quadrat wegen dem gestreckten Winkel. So, dritte Gleichung, die ich mir hier nehme. Ich schreibe das Z nochmal anders. Mit den zwei Gammas ergibt das natürlich auch 180 Grad. Also Z plus 2 mal Gamma gleich 180 Grad, wieder wegen der Winkelsumme im Dreieck. So, jetzt nehme ich noch eine Gleichung her, vierte Gleichung. Jetzt kann ich natürlich bei dem x das hier oben auch machen, da habe ich auch einen gestreckten Winkel. X plus Gamma ist gleich 180 Grad, wieder wegen dem gestreckten Winkel. So, jetzt werde ich mal ein bisschen umformen, die ganze Chose. Ich fange mal mit der Gleichung 4 an. Hier löse ich mal nach x auf. X ist gleich 180 Grad minus Gamma aus 4, wissen wir das. Und das hier setze ich jetzt ein, setzen in die Gleichung 1. Ergibt dann 180 minus Gamma, 180 Grad minus Gamma plus 2 mal Beta ist gleich 180 Grad. Das können wir wohl etwas reduzieren, die 180 Grad kürzen, das Gamma nämlich auf die andere Seite, also steht da 2 mal Beta ist gleich Gamma. Das wird jetzt im Folgenden meine fünfte gleiche sein, die ich benutzen kann. So, jetzt gehe ich noch hin und nehme mir aus der Gleichung 3. Die löse ich jetzt nach z auf. Da kriege ich also z ist gleich 180 minus 2 mal Gamma. Ja, und jetzt gehe ich hin und jetzt sage ich einsetzen von 5. So, 5 wird eingesetzt, dann ergibt sich hier Z, hier sollte noch ein Gradzeichen nehmen, Z ist gleich 180 Grad minus 2 mal 2 Beta, das ist also minus 4 Beta. So, und jetzt gehe ich vielleicht noch hin und nehme mir mal die Gleichung 2 her, also das hier nenne ich mal meine Gleichung 6, 6 in 2, 6 eingesetzt in 2, weil dann habe ich, was ich nicht möchte, ist, ich möchte natürlich die Beta da hereinbekommen, in die Beta und Alpha und Gamma, möglichst, nur Beta und Gamma, jetzt sage ich schon wieder falsch, also ich möchte nur Beta und Alpha in eine Gleichung hereinbekommen, das muss ich kriegen. Und hier steht 180 minus 4 Beta, hier steht noch Z plus Beta plus Alpha, da sollte das funktionieren. Also ist das 180 Grad minus 4 mal Beta plus Alpha ist gleich 180 Grad. Das kann ich jetzt wohl wieder so umformen, dass ich die 180er weglasse, die Betas zusammenfasse. Also steht da minus 3 Beta plus Alpha ist gleich 0 Grad. Ja. Und das kann ich jetzt natürlich noch umformen zu Alpha ist gleich 3 mal Beta, beziehungsweise wenn Ihnen das lieber ist, wir wollten ja den Winkel 3 teilen, den Winkel Alpha, also können wir auch schreiben, Beta ist gleich 1 Drittel mal Alpha, also ist tatsächlich der Winkel hier gedrittelt worden oder 3 geteilt, wie man vorhin mal sagt. Ja, damit ist das fertig bewiesen. Und damit sind wir am Ende dieses Teils angelangt. Für Sie heißt es wieder Schnitzeljagd und dann machen wir mit Archimedes und den Exhaustionen zur Bestimmung von Kreis- und Parabelfläche weiter.